Und damit hallo und herzlich willkommen mal wieder auf dem Nürnberg Kanal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ja, danke erstmal für den Support auf das gestrige Video. 7 Likes haben wir geknackt, das ist echt nicht schlecht auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Video wieder liked. Heute gibt es meine Spielernoten vom Spiel gegen Heidenheim, natürlich nur unsere Spielernoten, also die Mannschaft von Nürnberg werde ich, die Spieler, wo in der Startelf standen. Ja, also in der Startelf, nicht wo eingewechselt worden sind, sondern in der Startelf standen, da werde ich ja, eine Bewertung bzw. eine Note abgeben. Und ja, das ist ein neues Format. Ich weiß nicht, ob ich das jede Woche mache. Ich probiere es jetzt einfach mal, schaue, wie das ankommt bei euch. Und dann werde ich dementsprechend schauen, ob ich das häufiger mache. Gerne Abo dalassen, Like dalassen. Wäre egal, wenn wir die 20 Abonnenten schaffen und irgendwann... Wenn man 100 Abonnenten hat, kann man ja auf YouTube live streamen. Ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich schaffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das schnell schaffen, weil ihr auch sehr, sehr viel Support hier auf dem Kanal immer das schön da lasst. Also Leute, wir gehen jetzt rein in die Spielernoten und beginnen mit dem Keeper Christian Matenia. Und dem kann man nicht viel vorwerfen. Trotzdem 0-3 kann man Matenia nicht viel vorwerfen. Ich bin euch ganz ehrlich. Ja, Matenia hätte bestimmt einen oder zwei von diesen drei halten können, mit Sicherheit. Aber bei dem einen Schuss, da hat die Abwehr komplett gepennt und bei dem anderen meiner Meinung nach auch. Also da kann man Christian Matenia nichts vorwerfen. Er muss sauer sein auf seine Abwehr, aber kein Vorwurf auf jeden Fall gegen Christian oder Matenia. Christian Matenia kriegt von mir hier in diesem Spiel noch die Note 3. Für mich Christian Matenia sogar noch einer auf der besten trotzdem auf dem Platz, weil er wenigstens die Jungs gepusht hat. Und die anderen leider überhaupt nichts auf den Platz gebracht haben. Christian Matenia kriegt von mir noch die Note 3 als Keeper. Jetzt kommen wir zu den Abwehrspielern und beginnen mit Gümara. Ich weiß nie, wie man ihn richtig ausspricht, aber ihr wisst schon, wen ich meine. Und ja, er kriegt von mir ja leider die Note 5. Sorry, aber also für mich komplett blass geblieben ein Gümara. Da habe ich nichts gesehen gestern eigentlich. Schlechte Bälle von Gümara. Er war einfach in diesem Spiel für mich nicht zu sehen. Schreibt mir mal was rein, habt ihr was von Gümara gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber eigentlich habe ich die ganze Abwehr gestern nicht gesehen, wenn ich euch ehrlich bin. Machen wir weiter mit dem nächsten Spieler und das ist Florian Hübner. Und Florian Hübner gebe ich immerhin noch die 4. Meiner Meinung nach war er besser als ein Gümara. Man hat gemerkt, Florian Hübner ist für mich ein Spieler, der kann sich auch mal reinhauen in den Zweikampf. Aber auch er gestern nicht gut. Für mich besser als ein Gümara, aber nicht gut, bin ich euch ganz ehrlich. Nicht gut. Einfach nicht gut für mich. Aber eine Note besser, für ihn gibt es die Note 4. Dann haben wir Lawrence, James Lawrence, der wo für mich auch die Note 4 bekommt. Weil auch für mich ein James Lawrence einfach kein gutes Spiel gemacht hat, bin ich euch ehrlich. James Lawrence gestern vor allem die eine Aktion, der muss ja den Ball haben, bin ich euch ehrlich. Den kann man oder muss man schon mal haben, diesen Ball bei dem Abschluss zum Tor. Hat er für mich, ist er für mich viel zu weit vom Gegenspieler weg gewesen. Also habe ich überhaupt nicht verstanden, warum Lawrence da nicht den Gegenspieler nicht angreift. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn er das gemacht hätte, hätte ich ihm noch die 3 gegeben, bin ich ehrlich, aber weil er das nicht gemacht hat und so eine wirklich blöde Aktion gemacht hat, gebe ich ihm die 4 und ich glaube, das ist auch eine gute Note. Als Abwehrspieler war er noch einer der Besten, muss ich trotzdem sagen, aber die Aktion war trotzdem einfach nur schlecht. Sorry. Kommen wir zu Erik Wegesser und auch er war auf dem Platz, ja, jetzt nicht so richtig zu sehen und auch er bekommt von mir die Note 4. Eigentlich in der Abwehr sind es fast alle mit einer Note 4. Wegesser, ja, für mich jetzt nicht unbedingt so der Spieler, der wo gestern wirklich gut zu sehen war auf dem Platz. Für mich Wegesser auch ein Spieler, der wo fast null zu sehen war. Für mich hat er sich auch nicht reingeworfen, bin ich euch ehrlich. Für mich Wegesser auch ein komplett blasser Spieler gestern. Also das muss besser werden, hinten auch in der Abwehr definitiv. Wegesser kriegt von mir die Note 4. Im Mittelfeld kommen wir zu Johannes Geis. Für mich Johannes Geis kriegt von mir die 3, ja die 3, es tendiert aber eher zu 4 hin, bin ich euch ehrlich, aber es ist 3 oder 4, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil Johannes Geis für mich immer ein Typ ist, in jedem Spiel, der wo irgendwie versucht die Jungs zu pushen, das ist wirklich so, der klatscht dann auch mal und sagt, auf geht's Jungs, auf geht's, und das ist das, was mir gefällt, deswegen für mich kriegt Geis meiner Meinung nach noch eine verdiente Note 3 und noch eine der besten Noten im Team, definitiv. Kommen wir zu Lino Tempelmann. Ja,
Er wurde eingewechselt, aber ist er sehr blass. Also es war auch überhaupt nicht zu sehen auf dem Platz. Für mich Lino Tempelmann definitiv die 4, nah dran an einer 5. Für mich Lino Tempelmann auch absolut nicht gut gestern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da war für mich Geis viel besser gestern. Tempelmann für mich eine 4. Kommen wir zum nächsten Spieler und da kommen wir zu Fabian Nürnberger. Und da gebe ich ihm die gleiche Note. Eigentlich kriegt jeder von mir fast eine 4 oder 5. Da gebe ich ihm aber die 3, weil Fabian Nürnberger trotzdem für mich ein guter Spieler ist bei uns im Mittelfeld. Es auch probiert hat ab und zu mal, aber auch teilweise überhaupt gar nicht durchkam. Also er war gestern auch nicht gut. Er war aber nochmal einer der besseren, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach besten Spieler gestern bei uns auf dem Platz. Und das war für mich ein Mats Möller-Deli. Ganz klar, Mats Möller-Deli, da habe ich wirklich Kampf gesehen bei ihm. Mats Möller-Deli hat es wenigstens probiert, sich auch im Dribbling einfach mal durchzusetzen. Mats Möller-Deli, ihr wisst, ist voll der Dribbler und er hat es wenigstens probiert. Klar, er war jetzt auch nicht super gut gestern, ein Mats Möller-Deli. Aber er hat es probiert und deswegen bin ich hier bei einer 2 minus, ja, tendiere aber schon zu 3 hin, aber ich bin hier, würde ich sogar Mats Möller-Deli fast sogar noch die 2 geben, weil für mich Mats Möller-Deli gestern wirklich sehr gut war. Das ist aber auch der einzige Spieler und die einzige Ausnahme, wo für mich gestern einer gut war, bin ich euch ehrlich. Dann kommen wir zu einem Spieler, der wo mir gestern überhaupt gar nicht gefallen hat und das ist Kwadwo Dua. Also Kwadwo Dua, man hat sich so viel ausgemacht an Dua, man hat gedacht, Dua, der haut uns die Dinger rein. Klar, es sind erst 4 Spiele gespielt, ich weiß. Aber ein Tor in 4 Spielen hätte ich mir jetzt schon ein bisschen mehr erwartet, ne? Bin ich euch ehrlich. Also hätte ich mir jetzt schon 3 Tore oder so erwartet in 4 Spielen oder 4. Aber ein Tor, naja, und es ist ja nicht so, dass er keine Chancen hatte in den letzten Spielen, ein Tor zu machen. Immer, aber in diesem Spiel, irgendwie hatte er gar keine Chance, eigentlich niemand. Aber Dua war gestern auch komplett blass. Und da würde ich sogar die 6 geben, wenn ich euch ganz ehrlich bin. Aber mache ich nicht. Ich gebe keinem Spieler die 6, das kann ich euch gleich sagen. Ja, für mich ist es 4 minus bis 5. Also ganz schlecht auch von Kwadwo Dua, der Auftritt gestern. Hat mir gestern überhaupt nicht gefallen, wenn ich euch ehrlich bin. Das muss ich auch ändern. Also da muss Dua besser werden, bin ich euch ehrlich, Leute. Genau. Und dann kommen wir zum letzten Spieler, zu Taferner. Immerhin hatte er eine Chance, eine gute Chance. Muss er eigentlich machen. Das war auch die einzige richtig gute Chance im Spiel. Deswegen gebe ich da ferner noch die 3, weil er es auch probiert hat, wenigstens die eine gute Chance herausgeholt hat. Also selbst probiert hat. Für mich da ferner noch mit einer 3. Aber ihr merkt im Endeffekt, jeder Spieler von mir eigentlich keine gute Note. Bis auf, ja, Mats Möller-Deli, den man euch da rausziehen kann aus der ganzen Nummer. Und auch Martenia. Die für mich die besten Spieler gestern auf dem Platz. Alle anderen für mich, ja, jetzt kein gutes Spiel gemacht. Muss ich leider so sagen. Und ja, wir schauen dann mal, wie es nächsten Spieltag läuft. Vielleicht mache ich das nächste Woche nochmal, die mit den Spielernoten. Schreibt es mal unten rein. Soll ich das nächste Woche nochmal machen? Da spielen wir ja auswärts gegen Sandhausen. Und ihr seht ja, die haben heute zwar 3 zu 2 knapp verloren, aber sie sind eine starke Mannschaft. Und es wird extrem schwer nächste Woche in Sandhausen. Das kann ich euch gleich mal sagen. Das wird nicht einfach. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob wir da gewinnen, bin ich euch ganz ehrlich. Aber da müssen eigentlich 3 Punkte her. Also sind wir gespannt, ob wir am Samstag die 3 Punkte in Sandhausen holen können. Würde mich natürlich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich der Vorbericht sein vor Sandhausen am Donnerstag. Vielleicht kommt aber vorher wahrscheinlich noch ein Video. Schreibt mal rein, soll ich das öfter machen mit den Spielernoten oder nicht? Schreibt es mal rein, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich hau jetzt einfach mal raus. 10 Likes. 10 Likes, wenn wir das packen, wäre geil. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Euer FCN Update. Ciao.